Hallo ihr Lieben, heute möchte ich mit euch eine Weihnachtskarte basteln mit Sichtfenster. So schaut sie aus. Und wenn man sie öffnet, sieht man die Wichtel, wie sie die Geschenke aufeinander stapeln. Dann kann man die nochmal öffnen und hier habt ihr dann reichlich Platz für einen persönlichen Gruß. Ihr könnt hier natürlich auch noch was reinstempeln, so wie ihr das mögt. Wie ihr das macht, das zeige ich euch jetzt. Was ihr dafür braucht, ist ein Stück, ich habe jetzt Jade genommen, in 21 x 15 cm und dann noch ein großes Stück in Flüsterweiß in 20 x 14. Dann braucht ihr noch eine Mattung in 10 x 14,5. Dann habe ich mir ein Oval ausgestanzt mit den Framelits Stickmuster. Das ist das zweitgrößte. Das habe ich soweit schon dekoriert mit den Framelits aus dem Set Weihnachtswerkstatt. Da gibt es hier einmal das Stempelset und einmal die Framelits. Da habe ich mir dann hier diese Schneeflocken rausgenommen. Dann habe ich mir aus dem Weihnachtspapier die ganzen Wichtel und Geschenke ausgestanzt. Wir legen los mit der Grundkarte. Alle Maßangaben findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.kreativepause-el.de. Also, die Grundkarte in Jade legen wir auf der langen Seite an und falzen bei 10,5. Das Stück in Flüsterweiß legen wir auch an der langen Seite an und das falzen wir bei 10. Das legen wir erst beiseite. Die Grundkarte falzen wir uns einmal nach. Und jetzt nehmen wir uns die Mattung. Dazu habe ich jetzt aus den Framelits Stickmuster das größte Rechteck, das größte Viereck genommen, kein Rechteck. Dann habe ich hier ganz normales, wie nennt man das? Mir fällt es nicht ein. Abdeckklebeband. Das rolle ich mir so auf. Das klebe ich mir jetzt hier hinten auf die Mattung. So ungefähr, also im oberen Bereich und dann mittig. Dann lege ich mir das auf die Grundkarte. Richte mir die Mattung aus. Und dann kommt das Viereck da drauf. Das richte ich mir dann auch aus. Und so kurbel ich das dann gleich durch die Big Shot. So haben wir dann dieses Fenster hier schon drin. Das mache ich dann gleich. Die Grundkarte in Flüsterweiß falzen wir uns auch einmal nach. Und da kleben wir uns dann die Figuren auf. Also ich fange dann mit dem Wägelchen an. Dann nehmen wir uns die Geschenke dazu. Die Wichtel. So ungefähr wird das dann aufgeklebt. Dass die dann so wie bei dieser Karte auch in diesem Fenster zu sehen sind. Wenn wir das ausgestanzt haben, lege ich mir die Mattung auf diese Karte und ziehe mir mit dem Bleistift eben
dieses Viereck nach, sodass ich ungefähr sehe, wo ich die Wichtel hinkleben muss, damit das dann auch passt. Da das den Rahmen sprengen würde, wenn ich das jetzt alles aufklebe und ausstanze und so weiter, mache ich das jetzt mal eben und dann zeige ich euch gleich, wie es weitergeht. So, alles aufgeklebt, ausgestanzt. Da haben wir unsere Mattung. Na, da ist es nicht ganz durch. Also ihr stanzt das durch zwei Lagen. Ich habe das jetzt nur einmal durchgekurbelt. Wenn ihr das aber ein zweites Mal durchkurbelt, dann ist das auf jeden Fall super raus. Die nicht wegschmeißen, das sind ja jetzt zwei. Da kann man noch was anderes mitmachen. So, jetzt müssen wir unsere Mattung noch bestempeln. Das lege ich mal eben beiseite. Und das auch. Dann nehme ich mir ein Schmierblatt. Und zwar habe ich hier das Set Zuckersüße Weihnachten. Dann nehme ich mir wieder meine Lieblingsschneeflocken raus. Und das Stempelkissen in Jade. Und da stempel ich mir jetzt die Schneeflocken drumherum. Ihr könnt die natürlich auch ganz anders verzieren, so wie ihr das letzten Endes mögt oder was ihr zu Hause habt. So, und oben noch einmal. Da muss ich mir das jetzt ein bisschen drehen. So. Stempelkissen an die Seite. Schmierblatt auch beiseite. Dann kleben wir uns das jetzt schon auf die Mattung. Damit nehme ich jetzt wieder den Tombow. Umso besser lässt sich das gleich noch schieben. Dadurch, dass wir das gleichzeitig ausgestanzt haben, können wir das jetzt passend wieder drauflegen. So. Und hier könnt ihr jetzt sehen, ich bin jetzt leider nicht ganz mittig mit meinem Framelit gewesen. So, jetzt legen wir uns die zweite Karte hier rein. Schauen mal, wie das aussieht, ob wir das passend geklebt haben. Ja, das sieht gut aus. Die kleben wir uns jetzt auch ein. Oje, 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 oje. Du musst noch rüber. Ja, ein bisschen Zeit haben wir mit dem Tombo, aber auch nicht ewig.
So. Ordentlich rumgesaut habe ich jetzt. Vor allem wieder an den Fingern. Jetzt knicke ich das nochmal zu. Gehe da mit dem Falzbein nochmal drüber her. So, dass sich die Karte schön schließen lässt. Und dann kleben wir uns noch mit Dimensionals. So habe ich die. Da kleben wir uns das Schild noch auf. Wenden die Trägerfolie ab möchte. So. Und somit ist die Karte schon fertig. Also es ist nicht schwer, es ist nichts Schweres daran. Es ist halt nur jede Menge zum Ausstanzen. Ihr könnt natürlich auch die Figuren hier mit dem Stempelset, könnt ihr natürlich auch stempeln und dann kolorieren, so wie ihr das mögt. Ich habe jetzt diese Variante gewählt, weil ich von dem Weihnachtspapier noch sehr viel habe und ich finde die Wichtel einfach süß. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Über ein Abo, Daumen nach oben, freue ich mich natürlich sehr. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!